So. Ein paar Orks leben hier noch. Aber auch nicht mehr lange. Ich bin unterwegs. Jetzt ist es soweit. So, du nimmst den Energiepunkt ein. Während sich der Rest zurückzieht. Und auftankt. Wenn hier was gestampft werden soll, dann müsst ihr selber stampfen. Zeit für Daisy. Ja, Daisy sieht niedlich aus. Du sollst nicht angreifen, du sollst da stehen bleiben. Was? Der Nagel ist im roten Bereich. Das ist nicht gut. Ist doch gut, Dagit. Rot ist schneller. Nur nicht bei der Nadel. Ist mir bewusst. Was? Ich glaube, wir haben was getroffen, das wir nicht treffen sollten. Blödes Geschwätz. Es gibt nichts, was Daisy nicht treffen sollte. Wir brauchen Heilung. Dann übernimm du mal das Kommando, Unprophetin. Ja, hier stehst du gut. So, heil dich mal. Und jetzt können wir dein Ork-Panzer platt machen. Du ziehst dich mal lieber ganz zurück. Ja. Der Triumph gehört uns. Hund des Harlekins. Gut. Veldoran kriegt natürlich kaum. Oh, Gesundheitsregeneration für Träger und alle Verbündeten im Umfeld. Die Rune ist nicht schlecht. So, und jetzt werden uns die Banshees aufgezwungen. Ja, Veldoran könnte die tragen. Er trägt sie einfach mal. Und du trägst das Teil. Und Rohan kann das nur nicht tragen, weil ihm dafür noch ein paar Erfahrungspunkte fehlen. Ja, gut. Jetzt bin ich mal gespannt auf Typhon Primaris, auf die Typhon Arena. Nichtsdestotrotz gibt es an der Quelle keine Anzeichen für Aktivitäten. Da stimmt etwas nicht. Es ist zweifellos ein Trick, vielleicht ein Ablenkungsmanöver oder eine durchdachte Falle.
Seltsam ist nicht die Wahrscheinlichkeit einer Falle, sondern die Qualität. Ich würde dies vielleicht von Eldar erwarten, aber nicht von Menschen. Wir müssen mit größter Vorsicht weitermachen. Krieger, wir müssen unser Bestes geben. Jo. Vielleicht kriegen wir dann auch noch die nächste Mission noch hin. Mal sehen, wie schnell wir mit der hier durch sind. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder hier ins Zentrum. Jetzt bin ich echt mal gespannt, von was wir angegriffen werden. Weil normalerweise wird man hier von Eldar angegriffen. Ich brauche Schurikenkanone im Einsatz. Eldar vom Weltenschiff Bieltan. Was für ein Glück. Seid gegrüßt. Autarchin Kaelith von Aliatok. Du wurdest erwartet. Bitte komm mit mir. Es geht um eine dringende Angelegenheit. Ah, ihr wolltet. Was für ein Verrat ist das? Wohl hat Glück. Ein Seher ist bei ihm. Veldoran? Such Schutz, Kaelith. Vergib mir, Autarchin. Krieger von Bieltan. Handelt! Vernichtet sie alle. Sie dürfen das Ritual nicht stören. Folgt mir in Kampf. Ich habe die Last ihrer Infanterie von uns. Unsere Ranger haben ihr Ende gefunden. Ranger, oh, ach so. Ja. Mein Schicksal ist noch nicht besiegt. Wir müssen das später beenden. Ich habe so, aus mit dir. In den Händen der Eldar. Die Luft hier ist von Ritualen durchsetzt. Sie vernebelt meine Visionen. Aber der Sinn und Zweck war klar. Sie wollen uns alle erschlagen. Diese Eldar sind nicht mehr unser Volk. Sie helfen jetzt Kyras. Wir müssen also den Rat mit deinem Ritual aufhalten. Viel zu einfach. Verstehe, bin auf dem Weg. Okay. Wir werden es zerstören. Die haben es sich einfach gemacht und haben Eldar geschickt. Gut, dann war das hier Bieltan-Eldar, also grüne Eldar. Mehr oder weniger grün-weiß von der Farbe. Wir sind ja blau-gelb. Was rufe ich für Truppen? Phantomdruiden. Ich bin bereit für alles. Wir werden gebraucht und kehren der Reihe zurück. Viel zu einfach. Bin jetzt unterwegs dorthin. Und ich nehme natürlich wieder den Weg hier, weil dann komme ich hier an die beiden Punkte ran. Und vorher hier an den Punkt. Ich stimme zu. Eine gute Position. Ein Ranger. Ich habe die erbietende Hilfe geleistet. Aber das Problem ist, soweit ich weiß, befindet sich unser Weltenschiff hier auf Typhon. Hm. Mal gucken. Normalerweise sollten die nächsten beiden Missionen relativ schnell gehen. Die Prophezeiung hat gesagt, dass du den Tod mit dir bringst. Tausende von Seelensteinen, die hier begraben sind, wiegen mehr als dein Leben. Auch wir sind hier, um das Weltenschiff zu schützen. Tritt zur Seite oder akzeptiere dein Ableben. Ihr müsst fehlgeleitet sein. Eure Prophezeiung muss ein Trick sein. Ihr seid Marionetten von Ordensmeister Kyras von den Blood Ravens. Wie auch immer, eure Streitkräfte sind begrenzt. Solange unser Warp-Portal steht, werden wir mächtige Phantomlords zur Unterstützung rufen. Ein Holofeld-Warp-Portal in der Nähe? Sie werden zweifellos Verstärkung rufen. Ich schlage vor, dass wir es schnell deaktivieren. Mhm. Du meinst, dass dein Phantomlord mächtiger ist als mein Phantomlord?
vor allem zusammen mit meinem Phantom-Druiden. So, noch mehr Phantom-Druiden. Aber bevor wir da oben stürmen, stürmen wir erst die Stellung hier. Damit uns die nicht nachher noch im Weg stehen. Hauptproblem sind wirklich die vielen Laserlanzen, die sie da gerade einsetzen. Als ob ich Angst vor dir da oben hätte. Stirb einfach. So. Ah, noch ein Phantom-Lord. Die Militant-Eltern sind mal ein bisschen eine Herausforderung. So, mach das bitte kaputt. Dann werde ich wahrscheinlich hier unten rumgehen. Ich bin unterwegs. Bevor ich da oben alles reinigen werde. So, schieß mal das Teil zu Klump. Danke. Aber ja, sobald meine Phantom-Druiden normalerweise in Reichweite sind, wir werden es zerstören, habe ich keinerlei Probleme. So, schleudern wir mal die durch die Gegend. Ich sollte das nämlich öfter benutzen, meine Singularität. Ja, das sind komischerweise immer die Bieltan, die dümmsten Fehler machen. So, dann muss das Gebäude geleert werden, beziehungsweise platt gemacht werden. So. So, jetzt können wir unsere Mainbase hier einnehmen. Wir kommen.
So, haben wir eingenommen. Das heißt, wir können einen zweiten Phantomlord rufen. Ich bin bereit für alles. Verstehe. Bin auf. Wir werden es zerstören. So, Health Upgrades für die beiden jetzt erstmal. Verbesserungen sind der Preis. Unsere Feinde sind hier bei der Fahne. Ich werde angegriffen. Weil da drüben ist noch ein Punkt. Wenn ich den einnehme, kann ich nochmal Warpspinnen rufen. Das dürfte gerade effektiver sein. Als noch mehr Phantomdruiden oder Phantomlords zu rufen. So, mehr Shurikenkanonen. Ja, Laserlast und Schurikenkanonen. Sehr komische Kombis. So. Wer Warpspinnen? Da ist ein Ranger drin. Die Schüsse kamen aus dieser Richtung. Aber der ist gleich tot. Gibt es Befehle? Bin unterwegs. Ich habe sie niedergetrampelt. Oh, Laserlanze mal wieder. Das war die Laserlanze. Mit dem Warpspinnen. Und da sind noch mehr Ranger. Ihre mickrigen Seelen nutzen sich ab. Vorwärts, Ranger. Sagen Sie, was verlangt. Jetzt ist es soweit. Ich stimme zu. Eine gute Position. So, dann können wir ja jetzt den Rat angreifen. Verstehe. Bin ein anderer ohne Profit. Feindlicher Beschuss. Ich werde angegriffen. Bereit machen zum Massenvorsprung. Ich werde den Rat in Sicherheit bringen. Ja, das erste Mal entkommen sie leider. Der Rat hat sich verlagert. Ich werde über ihren Aufenthaltsort berichten, sobald ich ihre Fährte gefunden habe. Neue Warpspinnen. Wir haben das Gefecht gewonnen. Jo, haben wir. Oh, da kommen Phantomdruiden. Die sind ungemütlich. Wenn ich richtig sehe, haben die gerade einen meiner Warpspinnentruppen weggefetzt. Ah. Ja, Phantomdruiden. Schön, wenn man sie selber hat. Schlimm, wenn der Gegner sie hat. Also natürlich, man kriegt sie schnell genug weg. Befehlen sie uns. Oder auf hohe Reichweite halt weg. Ich bin bereit für alles. Vor ich werde bereit sein. Wenn ich befehligen soll, muss ich überleben. In der Wildnis ist eines Kriegers Werkzeug sein Leben. Keine Schüsse kommen aus dieser Richtung.
So, weg mit dem Warp-Spinne-X-Charge. Narren, ihr blinden, mörderischen Narren. Der So, jetzt noch. Wieder weg.